Diese fünf Drogerieprodukte solltest du definitiv kennen, wenn du ein günstiges, aber ein schönes Ergebnis haben möchtest. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Fakten auf dem Tisch. Ich zeige euch heute fünf bzw. sechs Produkte, die ich in den letzten 4 Wochen, Tatsache alle auch, erst kennengelernt habe, die für mich aber aktuell im vergangenen Monat und auch jetzt im kommenden Monat ein wirklich gutes Produkt sind, die mir ein schönes Make-up geben. Es ist wirklich super günstig. Wir haben von 2,99 € bis, ich glaube, das teuerste Produkt ist 14,99 €. Das ist aber auch eine Foundation. Ich bin sehr gespannt, welche euren Monatsfavoriten aus dem April sind. Es ist zwar schon Mai, ich habe es nicht ganz geschafft, es mehr im April zu drehen, aber ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich habe mich gerade einmal frisch abgeschminkt, deswegen bin ich so ein bisschen durch den Wind noch. Wir sind gerade aus dem verlängerten Wochenende zurückgekommen, aber nichtsdestotrotz, wir hüpfen direkt ins Video und starten. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein wunderschönes Wochenende bzw. einen guten Start in die neue Woche. Eine Sache, die ich jetzt hier nicht mit ins Video genommen habe, weil ich nicht weiß, wie sie mit der Foundation funktioniert, ist diese Sonnencreme hier von Rossmann, die Sun Ozone Glow Foundation. Die ist schon ganz schön krass. Ich habe die gestern bzw. vorgestern nochmal getragen, als wir in Kurzurlaub gefahren sind, ohne Make-up. Habe nur Concealer drauf gemacht und ich sah aus wie ein Fisch aus dem Olivenölmeer. Also, das ist schon so viel Glow hier drin, dass es schon fast zu viel ist. Aber ich trage es jetzt mal hier auf der Stirn auf. Ich weiß nicht, wie sie mit der Foundation funktioniert. Die ist sehr, 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 sehr rutschig. Also, ihr seht diesen Glow auf der Stirn und ich finde, dass er sogar noch ein bisschen mehr wird. Also, wenn ihr eine sehr trockene Haut habt und so ein bisschen mehr Glow haben wollt, könnte das eine gute Sache sein. Probiert sie mal aus. Die liegt, glaube ich, bei 4,99 €, ist also ein guter Preis. Kann man wirklich mal ausprobieren. Und wenn sie für euch im Gesicht nicht funktioniert, probiert sie gerne auf den Beinen mal aus. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den Duft. Die riecht halt so nach klassischer Sonnencreme. Wenn ich könnte, würde ich ein Parfum rausbringen, was nach Sonnencreme riecht, unter anderem. Ich habe schon ganz viele Ideen für Parfums. Wenn ich irgendwann mal in meinem Leben Parfums rausbringen sollte, ich wünschte, es ist schon ein großer Wunsch, würde ich wirklich gerne machen. Unter anderem einer, der nach Sonnencreme riecht. Also ihr seht diesen, das ist schon sehr speckig auf der Stirn. Ich mag das sehr gerne. Und mit Foundation wird es weniger. Ich weiß nicht, ob sie mit dieser Foundation funktioniert, die ich euch jetzt zeige. Aber es ist eine gute Sonnencreme. Und zwar die Superstay 24 Stunden Skin Tint Foundation plus Vitamin C von Maybelline. Ich habe sie mir angepasst. Ich finde, jetzt passt sie auch deutlich besser. Ich würde sie als 50% Dupe zu der Make-up bei Mario Foundation vergleichen, durch diesen glitzerigen Anteil drin. Ich mag die sehr gerne und ich wollte euch, während ich die Foundation auftrage, ein bisschen erzählen, warum ich sie so gut finde. Denn ich habe sie mir neulich aufgetragen, als ich den Garten renoviert habe, beziehungsweise wir haben. Ich habe morgens gedreht und wollte dann, manchmal habe ich so eine Situation, da habe ich richtig, richtig Lust, sofort anzufangen und ich kann dann auch nicht mehr warten. Und habe dann angefangen, den letzten Bereich unseres Gartens fertig zu machen. Und habe, ich glaube, 20 Säcke Erde aufgeschüttet, habe Rasen gepflanzt, habe gepflastert, habe Unkraut gejätet und ich war bestimmt 6 Stunden in der Knallensonne, mit Sonnenschutz natürlich drunter, das war aber der von La Roche-Posay, draußen. Und habe geackert. Und ich denke dann halt nicht an mein Make-up und bin dann irgendwann nachmittags wieder reingegangen, wollte Mittagessen machen oder Essen machen. Und meine Foundation sah genial aus und das war die. Und das ist schon eine krasse Sache. Ich hatte sie morgens auch sehr, sehr stark gesettet, ne? Ich habe dann mein Coty Erstbronpuder benutzt und habe eine schon typisch Maxim Foundation Routine gehabt von vor so 2, 3 Jahren. Also eine sehr schwere Foundation und sie hat wirklich gut gehalten. Sie ist nirgendwo aufgecrackt, so wie in meiner Review. Das hat sehr gut gehalten, auch über die nächsten Tage. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei erst First Impressions. Aber sie hat den ganzen Tag sehr gut gehalten durch dieses, ja, das ist ja kein Glowy Finish. Auf der Stirn funktioniert es übrigens sehr, sehr gut und da gefällt mir das sogar fast noch besser. Große Empfehlung, wenn ihr eine Foundation haben wollt, die wirklich hält, auch wenn ihr draußen seid. Denkt an Sonnenschutz, denkt an Puder, dann hält die auch wirklich gut. Klar, an manchen Stellen, ne, wenn du schwitzt oder so, das schafft die dann auch irgendwann nicht mehr. Aber nicht jeder von uns macht 6 Stunden lang bei 20 Grad in der knallen Sonne Gartenarbeit mit
Fullface-Make-up. Das hat mich tatsächlich überzeugt und ich habe auch wirklich oft dazu gegriffen. Das Einzige, und das hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, was viele so ein bisschen gestört hat, ist diese, man kann es nicht so einschätzen, wie die Farbe ist. Ihr seht es, ne? Ich habe viel von diesem weißen Zeugs mit reingemacht. Einfach damit ich eine passendere Farbe habe. Und auch Blau ist da schon mit drin. Das habe ich aber schon in der Tube gemacht. Das ist so ein bisschen schwierig. Also probiert wirklich im Laden zu swatchen und geht dann auch raus und lasst die Foundation vielleicht mal 20 Minuten auf eurer Haut, bevor ihr dann euch für die Farbe entscheidet. Ich würde tendenziell aber wirklich eine Nummer heller gehen. Auch jetzt im Sommer. Geht eine Runde helle. Ihr könnt das Ganze mit schönen Bronzern so ein bisschen kaschieren. Auch da habe ich gleich noch was für euch. Ansonsten eine sehr gute Foundation. Falls euch die Foundation interessiert, ich verlinke euch einmal die komplette Review hier oben in der Ecke. Da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Geht ein paar Minuten länger. Ich habe euch den ganzen Tag über mitgenommen und da habt ihr schon meinen ersten Eindruck bekommen. Und jetzt habt ihr auch nochmal mein Update gehört. Während mein Concealer ein bisschen fixiert wird, wollte ich euch nochmal hier über diese Palette in Kenntnis setzen. Das ist die Face Contouring Palette oder das Face Contouring Set von Trended Up, der Eigenmarke von DM. Eigentlich ist es nur dieser Contourton. Es gibt, also den Highlight-Ton habe ich auch oft benutzt, den Bronzer irgendwie seit dem Video Tatsache gar nicht mehr, bin ich ehrlich mit euch. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ein Contour-Produkt hier liegen habe, ein pudriges Contour-Produkt seit locker 3 Jahren. Das gibt's halt auch nicht mehr. Ich habe es zumindest nicht mehr gefunden. Hier steht drauf, ein Rouge Blush von Dior. Ist Bullshit. Ist Quatsch. Also ist wirklich Quatsch. Das ist für keine Hautfarbe ein Blush. Das ist grau. Super schlecht pigmentiert. Perfekt also für Contour. Und das, du siehst halt sogar noch das Pressing. Und ich benutze das fast jeden Tag, ne? Also ein sehr, sehr gutes Contouring-Produkt. Gibt's nicht mehr. Ich habe diese Farbe nirgendwo mehr gefunden. Vielleicht ist es ein Produktionsfehler gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber dieses Trended Up Produkt ist sehr, 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 sehr gut. Und ihr seht es auch, ich habe noch mein Baking Powder so ein bisschen drauf. Ich gehe hier nochmal kurz lang und blende auch diesen Konturton meiner Haut, wenn das Puder auf meiner Haut ist. Und ihr seht sofort, das ist eine sehr, sehr kühle Farbe. Ist schon fast zu viel. Ihr kennt mich, ich übertreibe es immer so ein bisschen. Was ich damit auch sehr gerne gemacht habe, ist, ich glaube, seitdem ich mehr trinke, Wasser trinke, wird es auch wieder besser. Ich hatte aber jetzt vor einer Weile, als ich so viele Medikamente genommen habe, das Gefühl, dass mein Gesicht so ein bisschen aufgedunsen ist. So langsam wird es deutlich besser. Und damit konnte ich echt eine schöne Kontur in mein Lid machen, weil ich habe nicht so krasse Stupflider, aber so ein bisschen. Und wenn ich meine Augenbrauen komplett entspanne und ganz leblos gucke, dann sieht man halt wenig von meinem Lid. Und dann bin ich einfach in den Konturton gegangen und habe den hier so ein bisschen reingemacht. Und dann ist es deutlich besser, ne? Es ist nur so ein kleiner Effekt, wenn du keinen Lidschatten tragen möchtest. Aber dafür ist die wirklich gut. Also ich wusste ja nicht, ob die aus dem neuen Sortiment ist oder nicht. Das hatte ich ja euch auch gesagt, dass ich das nicht weiß. Ich glaube, sie haben einfach nur die Verpackung geändert im Zuge dessen, dass sie auch das Logo geändert haben. Das Balea-Logo ist ein bisschen anders geworden und auch das Trended Up-Logo ist ein bisschen anders geworden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich fand das andere sehr, sehr schön. Ich finde, jetzt sieht es ein bisschen älter aus als vorher sogar. Aber egal. Also, ihr seht auf meinem Lid diese leichte Kontur. Ihr seht auch die Kontur hier an meinen Wangen. Und ich ziehe das dann immer hier noch so ein bisschen hoch. Mit dem Rest gehe ich an der Nase lang. Also, eine sehr, sehr gute Konturfarbe. Und auch für mich eine gute Alternative zu dieser NYX-Konturpalette. Özlem war ja neulich da und hat mit mir über Make-up gesprochen, was sie gerne nutzt aus der Drogerie. Und hat mir so eine NYX-Palette gezeigt. NYX ist ehrlich gesagt schon wirklich preislich so teuer, dass es mir schon fast zu teuer ist für Drogerie-Make-up, ne? Und dafür ist Trended Up eine super Sache. Ich habe mir noch einmal schnell Augenbrauen drauf gemalt. Habe hier von Max Factor den Brow Shaper. Mag ich ganz gerne. Der ist ein bisschen heller. Das ist die Farbe 10. Blond. Obviously bin ich nicht blond, ne? Ich bin schon ziemlich dunkel und... Na gut. Gut, reden wir nicht über meine Haare. Aber dadurch kann ich ein bisschen... Das ist halt, da lege ich mir immer selber ein, ne? Ich bin ja nicht die gründlichste Make-up-Maus, ne? Ich habe nicht so viel Ruhe in mir, dann Ewigkeiten und jedes einzelne Haar perfekt zu machen. Bin ich nicht? Wäre gelogen, wäre ich so zu euch? Ich meine, manchmal sehe ich Bilder oder Videos von mir und denke so, Junge, da hättest du ein bisschen mehr blenden können. Aber nee, das bin ich nicht. Ich bin eine faule Socke, was Make-up angeht. Ich möchte, dass es schnell einfach funktioniert. Und wenn ich mir nur 3 Minuten sparen kann, hier zu sitzen, indem ich einfach einen viel zu hellen Stift benutze, der halt nicht meiner Haarfarbe entspricht, aber so gut ist,
dass ich hier einfach so ein bisschen zack, 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 zack hier rüber gehen kann und der mir Fehler verzeiht, dadurch, dass er so hell ist. Super. Wenn ihr eine faule Maus seid, macht mal den Maus-Emoji in die Kommentare. Ich sehe jetzt noch ein bisschen blass ums Näschen aus. Das ändern wir jetzt direkt mit einem Bronzer. Und das ist der Rival Loves Me, Take Me to the Beach Bronzer. Ich musste ihn hier mit reinnehmen, weil ich einfach so begeistert davon bin, wie schön der funktioniert. Viele hatten auf TikTok gesagt, dass der fleckig aussah. Kann sein. Also ich habe mir das Video dann auch nochmal angeschaut. Ich fand auch, dass es in der Kamera so ein bisschen fleckig aussah. Ich glaube, es lag aber einfach daran, dass er die Qualität, also ich habe das ja mit einer Kamera gedreht und ich glaube, dass Instagram die Qualität so ein bisschen runtergeschraubt hat und es dann nicht mehr so schön aussah. Wenn du mit einem großen, fluffigen Pinsel hier lang gehst, das ist jetzt hier einer von It Cosmetics, ist das ein wunderschönes Produkt. Schau mal, der ist auch schon wirklich warm, ne? Also gerade wenn du sehr hell bist, ist er recht warm. Aber ich mag den wirklich gerne. Der ist so groß und der verzeiht hier auch, ne? Ich gehe einfach hier so ein bisschen lang über mein Gesicht, auch hier unter den Augen so ein bisschen. Gerade wenn ich eine etwas hellere Foundation habe, ich habe es mir jetzt deutlich heller gemacht. Hier ein bisschen an der Nase lang, dann blende ich das Ganze auch, das habe ich gelernt von einer Make-up-Artistin von Art Deco. Die geht mit ihrem Bronzer in die Augenbraue. Super Tipp gewesen, weil natürlich die Sonne dich dort bräunt, wo du am höchsten bist. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber meine Augenbrauen oder mein Augenbrauenknochen geht ja ein bisschen höher. Und das funktioniert sehr gut. Und dann nehme ich tatsächlich auch noch meinen Puderpinsel und gehe ohne neues Produkt rüber und blende das richtig schön in die Haut. Und ich mag das gerne. Ich fixiere einmal ganz kurz meinen Make-up. Tatsache, ist das ein echt gutes Produkt. Das ist von Art Deco. 3-in-1 Make-up Fixing Spray. Ihr merkt das, ne? Ich wollte euch eigentlich nur 6 Produkte zeigen. Am Ende zeige ich euch eh 1000 andere wieder. Aber wenn ihr wüsstet, wie mein Platz hier aussieht. Lass das einmal kurz so ein bisschen auf meiner Haut. Und wir machen weiter mit den Lippen. Und da kennt ihr eigentlich schon meinen Trick. Aber viele vergessen ihn immer. Ich war neulich bei Catrice in Sulzbach, in Frankfurt. Oder bei Frankfurt. Und wir haben einen Livestream gehabt. Und da hatte ich keinen Lip Liner, der mir gepasst hat in dem Moment. Und dann hatte ich wieder meinen alten Trick angewendet und habe den Eyestyler benutzt. Das ist ein Augenbrauenstift. Normalerweise mache ich das Ganze auch immer ganz gerne mit Kajal. Die sind aber meistens zu pigmentiert für, um ihn als Lipliner zu benutzen. Deswegen nehme ich hier den Brow Styler, Eyebrow Styler in der Farbe 030. Der ist wasserfest und dadurch hält er sehr, sehr gut auf den Lippen. Ich möchte keine scharfe Kante haben. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Also, wenn du ihn richtig anspitzt, funktioniert das schon. Ich will aber nur so eine Schattierung haben. Schau mal, kannst du auch kurz einen Moment ein bisschen ausblenden. Und dann blende ich das ganz grob so ein bisschen rein. Es darf auch ruhig ein Stückchen außerhalb der Lippenkontur. Dadurch, dass das so eine kühle Farbe ist, vor allen Dingen hier unten, ist das dann optisch wie so ein Schatten und macht die Lippe nochmal so ein bisschen größer. Ja, und das ist schon sehr, sehr kühl. Ich habe sehr pigmentiert, sehr intensiv leuchtende, rote oder durchblutete Lippen. Und ich möchte meine Lippen so ein bisschen kühler haben wieder. Und dafür mag ich das ganz gerne. Also so würde ich auch schon rausgehen. Ist total mein Ding. Ich mag diese leicht lebloseren Lippenlooks. Aber es bleibt nicht so. Lip Oil von Catrice. Grandiose Alternative zu den von Dior. Auch farblich, also das ist ein bisschen rötlicher und satter, aber kommt dem Unterton schon ganz nah ran. Hier dem Lip Glow Oil von Dior. Das mag ich tatsächlich wirklich gar nicht mehr. Eigentlich könnte ich mittlerweile sogar aussortieren, weil es einfach super, super klebrig ist. Die sind aus der neuen LE. Die gibt es so oder so ähnlich dann auch im Standardsortiment von Catrice. Einfach rüber. Und dadurch, dass ich diesen leuchtenden Ton jetzt auf den Lippen habe, aber diese kühle Kontur, gleicht sich das immer so ein bisschen aus und der hat wirklich Pigment. Ich hatte die Farbe auch nicht im Video benutzt und als ich den dann benutzt habe, war ich sehr überrascht. Es gab auch noch Orange und so ein bisschen Rosé, aber ich gebe mir ein bisschen was hier auf meinen Handrücken und meine Foundation ist jetzt nicht mehr so pudrig. Und dann kann ich mit einem Cream Blush Pinsel den hier so ein bisschen rüber tupfen. Wirklich nur an der Stelle, weil der zieht nicht ein. Das ist halt wirklich glossy. Das ist auch schon recht klebrig auf den Wangen dann. Aber ich mag ja diesen frische Effekt und dann sieht die Haut nass aus. Ich habe, aber das traue ich mir nicht zu. Ich habe gestern Tatsache, habe ich mich geschminkt.
Und ich verändere mich im Moment ganz massiv, was Make-up angeht. Ich hatte wirklich, ich habe mir Mühe gegeben, natürliches Make-up zu schminken. Und hatte das dann drauf und habe dann so ein bisschen hier rumgewuselt. Und habe ich ins Spiel geguckt und dachte, du bist mir zu stark geschminkt. Habe mich abgeschminkt, habe meine Pflege wieder neu gemacht, habe den hier benutzt für diesen Glow-Effekt. Ich wollte, dass meine Haut aussieht, als hätte ich sehr viel Skincare gemacht. Und habe dann nur zwei Concealer benutzt. Und das sah wirklich richtig, richtig gut aus den ganzen Tag. Und ich habe mich wohl gefühlt. Im Moment, ich weiß nicht, was da los ist. Es ist auch nichts vorgefallen. Mag ich weniger geschminkt sein. Vielleicht mache ich mal so ein Video, dieses wirklich no, 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 no Make-up. Wenn ihr darauf Lust habt. Es ist auch nicht so doll. Aber eine Mascara, die ich euch nochmal zeigen muss. Ich habe auch noch eine andere neue. Die seht ihr bald bei Instagram. Ich weiß aber nicht, ob die schon draußen ist. Ich habe die jetzt seit ein paar Wochen auch schon hier. Kostet 7 €, richtig, richtig gut und geniales Dupe. Ich nehme jetzt hier aber die nochmal von Max Factor, die Masterpiece 2 in 1 Lash Wow Mascara. Aber nicht die gedrehte Seite, sondern die gerade Seite. Nur hier außen und gar nicht hier innen. Ich will so ein bisschen katzig aussehen. Super Mascara. Eine halbe, das ist ja nicht mal eine Schicht, ne? Das ist ja einfach nur so ein bisschen lang gegangen. Und ich sehe wieder aus wie ein kleiner Schuljunge. Freunde, ich bin super gespannt, wie euch meine 5, 6, 7, 8, 19 Drogeriefavoriten gefallen haben. Hat mir wirklich wieder Spaß gemacht. Ist ein wunderschöner Look. Gerade die Lippenkombination kann ich mir vorstellen, dass sie was für euch ist in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Wenn es jetzt warm wird, hier, wir haben die nächsten Wochen 20 Grad, Freunde. Probiert weniger Make-up und denkt an euren Lichtschutzfaktor. Ich bin gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Schreibt mir gerne eure Drogeriefavoriten in die Kommentare. Denkt an die kleine Maus-Emoji-Maus in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns hier am Freitag schon wieder. Passt auf euch auf!